Wir wurden hier zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L 1214 gerufen. Hier verunfallten zwei Fahrzeuge schwer. Ein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, so war auch die Einsatzmeldung. Eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, überschlagen im Fahrzeug. Allerdings war dieses Fahrzeug leer. Das andere verunfallte Fahrzeug beinhaltete eine Person, die eingeklemmt war und patientenorientiert gerettet werden musste. Dazu musste zuerst die Seite des Fahrzeugs entfernt werden und nachfolgend in Absprache mit dem Notarzt noch das Dach. Erst dann konnte die Person aus dem Fahrzeug gehoben werden und hier vollends erst versorgt werden. Wir werden jetzt hier noch die Einsatzstelle soweit absichern. Wir haben den Landeplatz für den Hubschrauber ausgeleuchtet und dann nach Freigabe der Polizei werden wir die Fahrzeuge abschließend bergen. Wir sind hier mit 5 Einsatzfahrzeugen aus Weilheim vor Ort, insgesamt 32 Mann zur Bewältigung all dieser Aufgaben. 2 PKWs miteinander zusammengestoßen. Infolgedessen kam es zu einem lebensgefährlich Verletzten und einem schwer Verletzten. Wir haben aufgrund des Verletzungsmusters hier einen Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Patient in eine geeignete Spezialklinik fliegen wird. Vom Rettungsdienst waren vor Ort 2 Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber und ich als Einsatzleiter. Aufgrund des Nachtflugverbots gibt es nur Hubschrauber in Villingen, Schwenningen und Nürnberg. Wir hatten hier das große Glück, dass der Rettungshubschrauber aus Nürnberg gerade im Klinikum Heidelberg frei wurde und dann innerhalb kürzester Zeit hier sein konnte.